Heute in Top Rank eine Top 10 optischer Täuschungen. Wie zum Beispiel das Bild im Hintergrund. Was sieht man hier genau? Ist es eine Brücke, die ins Meer führt, oder doch nur eine Flotte, die gerade in den See stecht? Wer weiß. Bei dieser optischen Täuschung haben wir das Gefühl, dass die Ringe sich die ganze Zeit in Bewegung befinden. Wir können nicht genau ausmachen, in welche Richtung, aber trotzdem wissen wir, dass sie sich bewegen, obwohl sie es doch nicht tun. Die Top 9 setzt im Ganzen noch einmal eins drauf. Das ähnliche Muster nur jetzt in einer größeren Version. Und auch hier kann man wieder nicht sagen, drehen sich die Kreise nach rechts, nach links oder verschieben sie sich einfach. Echt skurriles Bild und man hat echt das Gefühl, dass die Augen einen Streich spielen, was sie auch wirklich tun. Der Elefant mit den wie viel Beinen? Bei dieser Täuschung spielt uns das Auge auch wieder einen Streich. Wir können nicht genau sehen, ob sich jetzt wirklich um ein Bein handelt, doch nur um ein Fehlbein, weil es halt durch die Zeichnung echt verwirrend ist. Was erkennt ihr als erstes auf dem Bild? Ist es der Indianer oder doch der Eskimo, der gerade ins Dunkle läuft? Bei genauer Betrachtung sieht man nämlich, dass das Gesicht angeblich doch die Silhouette eines Eskimos ist. Was habt ihr gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Bei der Top 6 spielt uns das Auge wieder einen Streich und wir haben das Gefühl, in einen Raum zu sehen, der sich die ganze Zeit am Drehen ist. Doch irgendwie kommt er doch nicht vom Fleck, aber man weiß nicht weshalb genau. Wahrscheinlich, weil das Bild sich tatsächlich nicht bewegt und man nur das Gefühl hat, das soll es tun. Bei dieser Täuschung haben wir das Gefühl, dass die ganzen Linien sich die ganze Zeit links und rechts hin und her bewegen, was natürlich nicht der Fall ist. Wieder ein Bild, in dem man sich fragen kann, was seht ihr jetzt gerade als erstes? Seht ihr das Gesicht, das uns ansieht, oder seht ihr doch die Person, die gerade am Malen ist und die beiden Häuser im Hintergrund betrachtet? Wieder ein Bild, das auf zwei verschiedene Arten anzusehen ist und je nachdem seht ihr das eine zuerst oder das andere. Was habt ihr zuerst gesehen? Die Person oder das Gesicht? Beim nächsten Bild sehen wir was Kurioses. Einen fliegenden Teppich oder doch nicht ganz wirklich? Man hat das Gefühl, anhand des Schatten zu erkennen, dass der Teppich am Fliegen sei. Tatsächlich ist es nicht der Schatten des Teppichs, sondern eher das Schatten des Fahnenmastes, der nicht im Bild zu sehen ist. Der Teppich oder auch eher das Strandtuch tut natürlich keinen Schatten werfen, weil es direkt auf dem Strand liegt. Beim nächsten Bild könnt ihr zwei Sachen erkennen. Entweder erkennt ihr die Intimzone, eine Person oder doch dann eher die Straßenlaterne im Abendrot. Was habt ihr zuerst gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Und zu guter Letzt die Top 1, die unendliche Treppe. Man hat das Gefühl, dass die Leute die ganze Zeit die Treppe hochlaufen. Aber irgendwie kann es ja nicht sein. Wenn es immer nach oben geht, dürfen sich die Treppen ja nie irgendwo zusammentreffen wieder. Trotzdem haben wir hier einen Rundkreis, der anscheinend immer nach oben führt, obwohl er irgendwie ja nicht nach oben führen kann. Seht ihr den Anfang der Treppe? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Und das war sie schon wieder, die heutige Top-Rank-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Top-Ranks in Form von optischen Täuschungen sehen möchtet, dann schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Rank.